Was? Ich habe einfach die kompletten Wände. Nee, es kann nicht sein, hä? Yes! Was? Junge. Oh nein. Yes! Ja, nein, ich bin da weggejumpt. Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute und damit willkommen zu einem weiteren Update-Video. Denn heute werden wir uns zum allerersten Mal die neue Mapmaker-Funktion anschauen, mit der wir jetzt auch Maps in Hot Zone und auch Belagerung bauen können. Sprich, wir werden heute wieder den neuen Brawler Stu und natürlich alle neuen Skins spielen gegen Lukas Brawl Stars in Mapmaker und Hot Zone und werden versuchen, Lukas wieder richtig zu trollen und richtig geile Maps zu bauen, mit denen wir überraschen können und ihn so ein bisschen zu verarschen. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in Mapmaker rein und können jetzt hier eben direkt mal unsere erste Map erstellen. Wie immer, danke für den Support und viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin gespannt, was wir heute bauen werden. So sieht das Ganze dann in Belagerung aus. Also, wir sehen, wir können hier die 7 Positionen für die Schrauben selber festlegen. Und ja, jetzt müssen wir uns eben genauestens überlegen, wie wir das Ganze bauen können, dass wir natürlich hier ein bisschen trollen können. Also, als erstes können wir auch die Spawnpunkte einfach richtig geil verändern. Ich würde sagen, wir entfernen erstmal alle Spawnpunkte. Und wo setzen wir die Spawnpunkte am besten hin? Ich würde sagen, wir setzen einfach mal... Ah, ich kann die nicht in die... Ach, schade. Ich kann die auf jeden Fall nicht in die Hälfte von den Gegnern reinsetzen. Das wäre natürlich ziemlich OP. Ich würde sagen, machen es folgendermaßen. Wir setzen jetzt hier 3 Spawnpunkte hin. Und das andere Team wird einfach auf die andere Seite gespawnt. Ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz guter Auftakt, um hier mal eine ganz überraschende Spawning-Position zu haben. Was? Ich habe einfach die kompletten Wände... Nee, das kann nicht sein. Hä? Stopp mal, ich kann die einfach einsperren? Was machen jetzt die Gegner da drüben? Die kommen ja gar nicht raus. Okay, ich glaube... Hä, das ist ja übel dumm. Aber wenn das gehen würde... So, jetzt würde ich einfach einmal... Okay, das wirklich? Okay, wir machen... Wir sind mal nicht... Okay, wir sind mal nicht ganz so unfair. Wir nehmen, würde ich sagen, mal zumindest noch einen Teleporter und setzen ihn ganz nach unten, dass man sich zumindest noch mal irgendwie rein teleporten kann. Aber wenn ich es richtig sehe, kann man einfach komplett die anderen Gegner einfach aussperren. Und ich glaube, damit haben wir jetzt hier schon mal unsere erste Map. Ich bin mal gespannt, wie das auf jeden Fall laufen wird. Als nächstes haben wir unsere Hot Zone Map. Und wir sehen, wir haben hier schon mal natürlich 3 Zonen in der Mitte. Können wir die entfernen? Ja, okay, das ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend. Also wir können die Zonen platzieren, wie wir möchten. Wie viele Zonen können wir platzieren? Wo sind die überhaupt? Ich finde die gar nicht. Lol. Hä? Ah, da, 3 Stück. Okay, immer 3 Stück. Man muss sich hier in einem bestimmten Feld platzieren. Relativ mittig auf jeden Fall. Okay, da können wir jetzt auf jeden Fall was ganz Witziges überlegen. Mal schauen. Nee, oder wir können die Zonen schon wieder so einsperren. Oh mein Gott, das ist ja so bescheuert. Hä, wie soll das denn funktionieren? Nee, okay, das geht nicht. Hä? Ah, da muss ein Spieler drin sein. Dann machen wir das so einfach. Dann setzen wir direkt mal einen Spieler so rein, würde ich sagen. Dann geht's. Wie dumm ist das denn bitte? Also, da gibt's halt so viele Möglichkeiten, ne? Das heißt, es ist immer so ein Spieler drin, der in der Zone ist. Und die mittlere Zone, die werden wir jetzt auch mal so richtig dumm irgendwie umändern. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Ah, lol. Aber so geht es. WTF, dann kann man sich immer so rein teleporten. Das ist ja übel krass auf jeden Fall. Also oben haben wir so eine Zone, wo man extrem schwer rankommt. Aber wie will man als Gegnerteam denn dann an diese Zone rankommen? Dann kann man ja gar nicht alle Zonen einnehmen. Das ist ja übel dumm. Ja komm, dann machen wir es nochmal ein bisschen. Dann machen wir es so. Nein, nein, nicht so. So, dann machen wir es nämlich so. Wir haben ja noch genug Teleporter, oder? Wir haben noch... Ja, genau. Dann können wir nämlich hier noch einen grünen Teleporter hinsetzen. Ne, einen blauen hier hin. Und einen blauen, würde ich sagen, dann hier hin. Dass noch alle Teams auch an die gegnerische Zone rankommen. Aber ich finde von der Idee auf jeden Fall... Nein, ich muss es platzieren können. Hier, let's go. Von der Idee ist es ganz cool. Ne? Man kann sich jeweils in die einzelnen Zonen rein teleportieren. Büsche? Ah, man kann auch Büsche platzieren. Oh ja, Büsche müssen auch noch hin. Oh ne, so geht es nicht. Lost. Ups. Lol, so geht's doch. Hä, wie geht das denn? Lol, einfach so überall Büsche hin platziert. Richtig random, die Map jetzt. Okay, das war jetzt die Map. Die Teleporter führen jeweils zu den einzelnen Zonen. Aber wir müssen noch irgendwas Witziges einbauen. Wir verarschen jetzt einfach komplett. Das obere Team hat wieder ein bisschen Probleme, denn wir werden diesen Teleporter entfernen, dass man sich hier nicht rein teleporten kann. Und dieser Teleporter führt einfach mitten nach unten zum anderen Team. Da bin ich mal sehr gespannt, ja, wie das auf jeden Fall funktionieren wird. Sieht vom Prinzip her, finde ich, ganz cool aus. Und das ist unsere zweite Hot Zone Map. Okay, Leute, ich glaube, das ist die zweite Map. Das wird insane. Ihr seht hier, die Zonen sind jeweils mit Jump Pads ausgefüllt. Bis auf die Mitte. Die Mitte darf man nicht ausfüllen. Und das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr krasses Battle werden. Wir sehen es jeweils in 1 gegen 1 um die einzelnen Zonen. Ich glaube, das wird... Boah, das wird richtig dumm werden wahrscheinlich. So, ich glaube, was habe ich jetzt noch? Noch eine darf ich bauen. Nur noch eine weitere Belagerung, das würde ich einfach sagen. Okay, Leute, die letzte Map ist so unfassbar dumm. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also wir sehen hier, der Bot spawnt hier rein. Und dann muss er einfach hier komplett den Weg einmal außen rum gehen, zurück in die eigene Zone, dann um die Ecke und dann ganz langsam hier in die gegnerische Zone rein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das Beste ist hier, die sind einfach eingesperrt und es ging einfach. Ich durfte das so abspeichern.
wie soll das denn funktionieren? Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Und euch zu immer viel Spaß. Ja, mit den Trollmaps. Ich bin sehr gespannt. Okay, wir starten rein in die erste Runde. Wir spielen jetzt hier diese Map. Ich bin sehr gespannt, wie Lukas darauf reagieren wird und wie das laufen wird. Let's go. Yes! Was? Junge. Ja, mies genau. Ey, das ist ja sau unfair, ne? Junge. Hallo. Das ist so unfair. Ich habe halt den besseren Spawner, nicht, ne? Kann man nichts machen. Ja, wahrscheinlich, Junge. Jo, vor allem, wie ich den Spawner nicht habe, finde ich richtig geil. Haha, Junge. Ja, ja, du hast doch einen Teleporter so unfair, für die Seite. Was willst du denn noch? Alter, hä? Als ob das geht, Mann. Ist halt echt so, ne? Ich hätte vor allem, pass auf, ich hätte euch gar keinen Teleporter hinstellen müssen, ne? Ich hätte dich einfach so da drüben verrecken lassen können. Das ist doch lächerlich, was? Oder? Das ist so dumm, wirklich. Ich weiß auch nicht, wieso das geht. Keine Ahnung, ey. Ja, okay. Also das wird bestimmt noch gefixt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, genau, ich hätte dich drüben einfach einsperren können, ne? Er hätte nichts machen können einfach. Ja, 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 klar. Total lost. Okay. Ja, geht einfach auf jeden Fall. Digga, WTF, Mann. Wie findest du die Map von 0 bis 10 so? Minus 10. Ach so, schade. Weiter geht's, zweite Runde und jetzt haben wir hier eine Map, die auf jeden Fall auch sehr interessant ist. Alter, er stand schon in der Zone drin. Ey, der ist so lost, Mann, der Bot. Ist der Bot? Ach, der Bot. Mein Bot. Ich sehe gar nicht. Also das Ding ist, ich habe so einzelne Zonen gemacht und du kommst halt immer mit den Teleportern hin. Aber manche Teleporter führen auch in komische Zonen. Das habe ich gerade gemerkt und vor allem... Ja, naja, ich sag mal. Ja, jetzt. Die Bots sind auch ein bisschen lost, muss man sagen, oder? Oh mein Gott. Ich hab noch nicht einmal zu irgendeiner Zone gefunden bisher, Mann. Hä? Wie? Das ist doch ziemlich einfach eigentlich. Nein. Aber was machen die Bots überhaupt? Die machen die gar nichts. Also bist du in der Zone drin. Jetzt bin ich erst, ja, ja. Okay. Oh Mann, oh Mann. Wo bist du? Ah, da bist du, nein. Ja, ich spiele das 1 gegen 1. Ne? Der Bot ist dazugekommen, hat dir geholfen. Oh. Komm. Oh, oh schöner Bot. Geholt, Mann. Let's go, wir liegen hinten. Ah, lol. Okay, jetzt spawn ich hier. Sehr, sehr gut. Wo spawnst du? Ey, die stunnen mich und... Was? Wie sind deine Bots so gut? Das ist ja unfair. Ja, das Game eben war unfair, Jonas. Wieso war das eben unfair? Verstehe ich nicht. Lol, hast du aufgemacht? Ja, aber dieser Bot ist so am Schwitzen. Was machen eigentlich meine Bots in der Zeit? Sind die in irgendeiner Zone drin? Ich glaube, die Bots verstehen den Spielmodus überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch nicht. Aber das... Ja, die Map ist sehr verwirrend, aber... Auch eigentlich, also kann man schon spielen, so, ne? Sag ich ja, auf jeden Fall. Wo bist du? Da. Na, ich treff dich nicht, Junge! PTF. Ja, Ems ist nicht so schlecht. Ja, ich merke es, jetzt glaube ich ganz schön klar. Aber Teleporter sind auf jeden Fall beliebt, wie man sieht. Oh. Na, lange nie. Wie wollte Starbucks ausgehen? Merke ich gerade los, egal. Oh nein, oh nein, oh nein. Junge, wieso sind deine Bots so gut? Die sind halt echt krass. Bist du in der Zone? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich hätte die Schadenstopper auswählen sollen. Kacke. Ja, GG. Ah, die Map war nicht gut. Ja. Let's go, Mann. Gut. Die war ein bisschen los. Doch, die hab ich eigentlich gefühlt. Relativ. Oh ja. Ja, schau sie dir mal an. Okay. Oh nein. Oh nein, okay. Ja, dachte ich mir schon. Oh mein Gott. Ich werde dich trotzdem zerstört, Jonas. Ich sag's dir. Ja, mal schauen. Leute, die Bots kommen da nicht raus? Die Bots checken schon mal überhaupt nichts. Hä? Das Geile ist, meine Bots kommen immer raus, sehe ich gerade. Oh Mann, Junge, das ist wieder so unfair, ne? Wieso ist das denn unfair? Verstehe ich nicht. Ah, das ist die Zone! Oh, Kacke, das auch. Das sieht man ja überhaupt nicht. Was? Als ob man die hier einsperren kann. Das war echt so, Junge, keine Ahnung, ey. Oder ist da... Ah, doch, da unten können sie theoretisch, glaube ich, raus, ne? Ja, kann's schon sein. Ah, okay. Verstehe. Können die raus? Nee, oder? Ich glaube, können nicht raus, weiß ich. Guck mal, der Bot jetzt, Junge. Ich geh mal ein bisschen mit hier. Junge, die dodgt alles! Junge, der Bot einfach. Der kommt so ein. Ich glaube, kann dann der nächste Bot gleich schon kommen? Ich weiß gar nicht. Ach, lol, nee, du hast es komplett abgesperrt. Hä? Als ob das geht. Ja, ich bin einfach eingesperrt, das ist ein bisschen gemein. Junge, ich verfolge den Bot einfach gerade die ganze Zeit, das ist so witzig. Ja, es geht in die richtige Richtung. Der Bot kommt langsam, Lukas. Es geht in die richtige Richtung. Ach, schau mal, was hat der Bot denn jetzt? Der kann ja eigentlich auch nicht angreifen. Der kann nicht angreifen, sorry. Was jetzt? Ey! Nein! Egal, dann schnapp ich mal rein, mach ein bisschen Schaden. Oh, yo, Junge, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist jetzt unfair. Oh ja, Mann, total, okay. Ne? Junge. Ja, wer macht auch solche unfaire Maps, ne? Nein. Das kann keinen Schaden machen. Ja, okay, es wird sogar spannend, werden wir jetzt gewinnen, ne? Das wird nicht spannend, weil wenn du immer reinjumpst, dann kann ich ja nichts machen. Hä, du kannst das Schaden selber mit Dynamite machen. Ja, aber kaum. Ja.
Junge, das ist so nervig, ich muss mit diesen kompletten Bänder auch rumlaufen als Edgar. Das ist auch nervig, ey. Ist also klar, dass du da irgendwo wartest. Oh nein, ich muss den Jump gewastet, kacke. Nein! Oh. Ich bin so dumm. Ja, stimmt, das war eigentlich gut. Das war gut für mich. Ja, ja. Oh nein, jetzt hast du den Jump. Yes! Ja! Oh, okay, der die hat Bots, die Bots, ja! Lol, als ob! Lol, die haben nach 3 Minuten den Weg gefunden. Okay, das war schon hardcore lost, BTF. Ja, ich glaube, es wäre witziger gewesen, wenn ich dich vielleicht nicht eingesperrt hätte, oder? Ich finde es immer nice, wie du immer einen schlechteren Spawn bekommen hast, einfach. Ja, hab ich gefühlt. Das ist echt krass, Mann. Okay, naja. Okay, let's go, Leute. Oh mein Gott. Bist du auf meiner Seite? Ja, Leute, hallo. Die Zone sieht man ja kaum. Ja, ja, klar. So muss das auf jeden Fall. Bots, mach was. Junge, mein Karl macht nichts. Junge. Ah. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen Überforderung, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, okay, wir führen das jetzt. Du kannst dich aber in die Mitte stellen, ne, von der Zone, dann jumpst du nicht weg. Ja, okay, ja. Ich jump jetzt mal nach oben. Die Jump ist auch größer geworden, ne? Deutlich, auf jeden Fall. Das wird mir jetzt wichtig sehe. Oh! Nein! Oh! Oh mein Gott, okay, das ist komplett lost, einfach. Digga, das ist echt so, also maximal überfordernd. Da kann man halt auch irgendwie nichts Gescheites rausholen, so. Aber irgendwie zöhle ich die Gegner nicht so richtig an, dann bin ich ein bisschen lost vielleicht. Der Bale jumpt einfach rein, Junge. Ah! Oh mein Gott. Man kann leider die Mitte nicht auch noch zumachen, hätte ich gefeiert, muss ich sagen. Wo bist du denn eigentlich? Da hinten. Ach, da. Oh, lol! Ich wollte nicht jumpen. Egal. Ja, ist ein bisschen lost. Stell dir mal vor, du musst aus solchen Maps einfach pushen. Oh mein Gott, Junge. Junge, ey. Das wäre. Ey, ich komm nicht weiter. Die machen die. Du musst auch schauen, wenn die Bots vor dir jemand die Jump jetzt anmachen, das ist auch lost. Ah, die Zone haben wir schon längst. Ich hab's gar nicht gecheckt. Oh mein Gott. Wo ist jetzt der andere? Bots können, glaube ich, gar nicht auf die Jumpets klar. Die sind, glaube ich, völlig überfordert. Ja, ja, sind sie auch. Oh, Lukas Death Build. Nice. Ich bin auch tot, wahrscheinlich. Burnst, ja. Ja, ja. Ja, ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen nervig gerade jetzt langsam. Naja, ich dash jetzt mal hier wieder in die Zone rein. Zack. Oh, Mann. Ja, der Bali läuft eh weg, sehr gut. Bist du es gespawnt? Nein! Nein, 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 nein. Ah, ups. Egal, war sogar ganz gut, glaube ich. Nein! Leute, es wird noch knapp werden sogar. Schaut mal. Nein, ich spawn ganz oben! Nein! Oh. Bart, komm runter! Nein, 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 kalt mich nicht an. Zone, in die Zone! Nein! Ja, Pam. Nein! Ja! Junge! Yes! Ja, nein! Ich bin da weggejumpt! Nein, Lord, nein, was? Oh! Ja, okay, yes, okay, let's go, das habe ich. Oh mein Gott, Junge. Okay. Nice, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Da würde ich sagen, Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne bei Lukas vorbei. Der ist immer in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch 2 weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.